Der klaut das Auto da gerade. Von der Polizei gesucht. Na, es wird ja immer besser, wenn der Drogentest jetzt auch anschlägt. Dann ganz schlecht für sie. Was zum Teufel machen die Kollegen bitte hier auf der Wache? Einen flauschigen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Und zwar haben wir hier ein... Okay. Sie halten mal bitte an. Raus hier. Stopp. Nein. So, stehen bleiben. So, auf dem Boden. Auf dem Boden. Legen Sie sich auf den Boden. Idiot. Idiot? Was soll denn das? Okay, dann nehmen wir sie gleich mal fest. Und da können wir schon mal die Kollegen holen. Und zwar haben wir neue Callouts im Spiel. Das bedeutet, wir können nun neue Aufträge bekommen. Und hier haben wir schon die ersten. Ich weiß zwar gerade nicht, was mit denen war, aber die müssten wir auf jeden Fall festnehmen. So, die Kollegen kriegen sie mit. Und hier war doch noch eine andere. Die ist wahrscheinlich geflüchtet, so wie es aussieht. Können wir sehen. Läuft sie hier noch irgendwo rum? Ich glaube, die ist aber schon entkommen. Okay, das ist jetzt natürlich nicht so ganz praktisch. Aber... Na gut, so können wir es halt nicht ändern. Dann wird sie zur Fahndung freigegeben. Aber eine haben wir auf jeden Fall geschnappt. Dann würde ich sagen, packen wir kurz mal das Auto hier um. Und dann machen wir auch gleich mal die Straße frei. So, da haben wir schon den Einsatz. Ah. Ja, fertig gemacht. Da sehe ich gerade, die Person hinter uns wird ein bisschen verdächtig. Die können wir gleich mal schauen. Haben sie denn Drogen genommen? Mal sehen. Beides positiv. Oh, ganz, ganz schlecht für sie. Bitte mal aussteigen. So. Junge, also manchmal spackt der hier auch rum. So, Angelina Hawkins. Da fragen wir gleich mal ab, ob mit der Drohung genommen und von der Polizei gefahndet. Ich denke mal, wir nehmen sie besser mal mit. Und dann packen wir sie auch gleich mal hier in meinen Wagen. Da kriegen sie eine kostenlose Taxifahrt gleich mal mit. Und ihr Auto räumen wir auch gleich mal hier weg. Sie können sich auch einmal bitte gedulden. Also entschuldigen Sie. Wer sind Sie jetzt? Oder, ach so, ja gut. Ich tue ja gerade ein bisschen den Verkehr anhalten. Oh, Kokain. Auch bitte nicht. Bitte mal aussteigen. Der klaut das Auto da gerade. Stopp. Stopp. Aussteigen. Aussteigen. So. Sie nehmen wir zuerst fest. Stehen bleiben. Stehen bleiben. Runter. Schön hier geblieben. So nicht. So, wir nehmen sie auch mit. Will er hier erstmal in das Auto einsteigen und uns mitnehmen. Und dann noch vor uns. Also das war ja nicht ganz so schlau gemacht. So, ihr Wagen steht da hinten. Oh nein, die Frau mit den... Ah,
Okay, die Kollegen sind auch nicht hier. Na gut, das wussten die nicht. Jetzt ist die Frau mit den Drogen im Blut entkommen. So, die Kollegen können den Herrn mitnehmen. Ich kümmere mich erstmal um sie. Wir können mal sehen, bei mir sind noch zwei hier auf dem Radar. Vielleicht erwischen wir die Frau sogar noch. Das wäre jetzt ideal. Aber... Nee. Sieht nicht so aus. Da, nee, das ist sie nicht. Okay, Leute, ich bin mir nicht sicher, aber... Das hier ist doch die Frau, die wir vorhin angehalten haben. Wenn die jetzt Drogen im Blut hat, dann ganz schlecht für sie. Ganz, ganz schlecht. Okay, das ist anscheinend doch nicht. Ich möchte trotzdem gern mal ihren Personalausweis. Weil das Auto sieht schon ziemlich ähnlich aus. So, wer sind sie denn? Die Frau Rosie Water. So, da tun wir jetzt hier... Also, zu ihnen komme ich auch gleich noch. Okay. Dann dürfen sie erstmal gehen. Und sie chillen jetzt bei ihrer Base und kommen aus dem Auto raus. So, wer sind sie jetzt? Oh, was sehen wir da denn? Die Lizenz ist ja nicht so auf dem neuesten Stand, wie ich sehe. Die wurde ihnen anscheinend weggenommen. Tja, tut mir leid. Ihn tun wir erstmal. So, erstmal 500 Euro hier ihn verschreiben. Ohne gültige Papiere fahren. Das geht auf gar keinen Fall. Damit sie sich das mal schön merken. Und dann können sie auch gleich... Sie können sich ja auch mal gedulden. So. Und sie... können zu Fuß weitergehen. Hallo! Also was ist denn das hier? Tut mir leid, Sie können mal eine Minute warten. So, Sie steigen jetzt auch... Na gut. Dann kommen Sie so raus, wenn Sie nicht wollen. Ich kann auch anders. Stopp! So. Sie kommen jetzt erstmal hier hoch. Und komm mal mit mir mit. Also geht das Ganze nicht. So, Sie kommen mal schön mit zum Wagen. So, Sie können auch wieder freilassen. Sie mussten nur mal kurz mitkommen, weil Sie sich nicht benehmen konnten. Hallo. Stehen geblieben. Nein. Sie gehen da nicht rein. Nein. Sie gehen da nicht rein. Sie kommen gleich wieder raus. Was ist denn mit dem? Bleiben Sie stehen. Oh, na gut, wenn Sie so nicht wollen. So. Jetzt hätte ich gerne mal Ihren Ausweis. Der Typ hat sie doch nicht mehr alle, oder? Hat irgendwas zu verbergen. Ach, was sehen wir denn da? Von der Polizei gesucht. Na, es wird ja immer besser, wenn der Drogentest jetzt auch anschlägt. Dann ganz schlecht für sie. Ganz schlecht. Na gut, haben sie nicht, aber sie sind von der Polizei gesucht. Das heißt, wir bestellen für sie mal ein Taxi. So, und dann gehen wir mal zum Wagen. So, kein Spaß, Leute. Ich habe jetzt 5 Minuten mindestens gewartet, bis die Kollegen vor Ort sind. Sie kommen ja ganz schön früh, ne? So, ich habe Ihnen gleich mal hier eine Mitfahrgelegenheit mitgebracht. So, auf Wiedersehen. Ich muss mich dann noch um die andere kümmern. Und Sie können eigentlich auch gehen. So, wenn Sie wollen, können Sie das Fahrzeug hier bitte wegfahren. Die Kollegen kümmern sich ansonsten um den Rest. Ich bringe dann auch erstmal Sie hier weg. Was zum Teufel machen die Kollegen bitte hier auf der Wache? So, die haben wir jetzt erstmal hier. Also, ich glaub's ja nicht. Was ist denn das hier? Ey, diese Sirenen. Tschüss, aber... Okay, Leute, ich hab echt keinen Bock mehr auf meine dumm verrückten Kollegen. Also bitte, echt. Die unterhalten die komplette
gesamte Nachbarschaft. Also was stimmt denn nicht mit denen? Okay, hier wurde ein Auto gestohlen. Auf der Wache? Was ist das denn hier? Also, so einen dämlichen Ausbruchsversuch habe ich ja noch nie gesehen. Stopp, stehen bleiben! Schön hier geblieben. So. Sie nehmen wir auch gleich mal fest. Ey, diese ganzen Sirenen hier. Aber der ist aber auch nicht der Hellste. Wie schafft man überhaupt sowas, ist mir eher eine Frage. Ah, na gut, das könnte mein Kollegen gern mal erklären. Ich frage dann später mal nach. Ansonsten tun wir sie erstmal hier hinter Gitter verbringen lassen. Ich weiß, bin heute wieder deutsch on point. Wir haben hier anscheinend einen Motorradfahrer, der zum Stoppen nicht in der Lage ist. Okay, der ist uns aus dem Sichtfeld verschwunden. Egal, wir können mal die Luftwache anfeuern. Da haben wir ihn auch schon wieder. Der fährt mir direkt rein. Oh nein! Ach Gott, na gut, den kann man auch echt schlecht abfangen. Aber die Kollegen sind da auch schon okay. Den kriegen wir auf jeden Fall, denke ich mal. Oh Gott, wo fährt der denn lang? Hier, okay, ja, stimmt. Da vorne ist er. Ich glaube, wir machen mal die Sirenen an. Damit er mal hier ein bisschen was checkt. Ich glaube, der hat das noch nicht so ganz mitbekommen. Aber... Oh, rote Ampel, da musste ich leider stehen bleiben. So. Okay. Stopp. Sie bleiben schon mal hier. So, schön hier geblieben. Hände hoch. Sehr schön. Und jetzt bitte auf den Boden. Ja, sehr schön. So, und dann nehmen wir sie mal fest. Und da sind sie sichergestellt. So, und dann können sie gerne mal einsteigen. Ich nehme sie gerne mit. Und dann würde ich sagen, tun wir auch schon auf die Wache fahren. Wir haben den nächsten Einsatz. Ich weiß selber nicht, was hier genau passiert. Ich weiß nur, dass irgendwas um Shopping geht. Aber hier soll es anscheinend sein. Okay, hier ist aber nichts. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Ist hier vielleicht irgendwas? Mal sehen. Hier ist, glaube ich, ein Laden. Aber der scheint nicht zu sein. Wo ist denn das hier? Ich sehe hier gar nichts. Wir können mal hier, tut mir leid, aber selber schuld, wenn man keine Augen im Kopf hat. So, hier vorne? Hier ist doch gar nichts. Ach so, hier der Laden, den meinen sie. Okay, dann schauen wir mal. Was gibt's denn hier? Ach du Scheiß, was denn oben links los? So. Okay. Ich weiß gerade echt nicht, was er von mir will. So, wir können das Ganze mal übersprungen. Überspringen. Hab ich was Falsches gedrückt? Ich glaube, ich habe das Spiel kaputt gemacht. Okay, ich habe es wirklich kaputt gemacht. An der Stelle beende ich das heutige Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Abonnieren, Glocke aktivieren. Jeden Montag, Mittwoch und Freitag gibt es hier ein Video. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Haut rein und ciao, Leute.